Herzlich willkommen zu meinem allerersten Farmvlog. Ich wollte das Ganze mal ausprobieren, wie es mir gefällt und vor allem, wie es euch so gefällt, wie das bei euch so ankommt. Ihr seid live dabei beim ersten Heuschnitt 2023. Kurz zu mir, mein Name ist Marcel Hubmann, alias Hubs. Ich bin 29 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen Tulpertal in Unterfranken, gelegen am Fuße der Rhön. Ich betreibe Landwirtschaft, überwiegend Wald und Wiesen im Hobby. Möchte mir da so ein bisschen was aufbauen. Ihr seid natürlich live dabei, wie der Hof wächst, wie mein Fuhrpark wächst, wie sich mein Fuhrpark vor allen Dingen verändert. Und let's go. Ja, wir müssen den Ladewagen noch fertig machen. Die anderen Maschinen sind alle schon fertig abgeschmiert und durchgecheckt worden. Die liefen sogar auch schon Probe. Abgesehen vom Mähwerk, das Mähwerk ist beim befreundeten Landwirten hier im Ort gerade schon im Einsatz seit 3 Tagen. Den Ladewagen, den habe ich dieses Jahr erst geholt gehabt, Anfang dieses Jahres, von einem Landwirten in Oberaderl. Da stand er 6 Jahre lang in der Hecke. Ich habe ihn eigentlich nur geholt gehabt, weil der Boden noch gut war, beziehungsweise der Rahmen und die Technik lief. Der Kratzboden an sich, der Holzboden, den musste ich einmal neu machen, weil der war durch. Genauso wie hinten das Netz und die Schnüre, da bin ich gerade noch dabei. Abgeschmiert ist er schon. Die Messer dann noch kurz durchchecken und vor allem die Zinken von der Pickup. Dann kann es schon losgehen. So, die Schnüre hätten wir alle fest. Gefällt mir eigentlich ganz gut mit den Schnüren. Ich hatte erst gedacht, ob ich sie nicht rauslasse, komplett. Und mir irgendwas anderes davor einfallen lasse. Aber doch, stehen ganz gut. Den räumen wir jetzt erstmal zurück auf die Wiese. Wir parken den dazwischen und holen das Mähwerk ab.
So, da stellen wir den jetzt ab, bis wir ihn in ein paar Tagen brauchen. Ganz kurz, weil wir gerade hier sind. Diese Wiese ist etwas Besonderes für mich, mehr oder weniger. Die gehört einem Kumpel von mir. Ja, es ist etwas Besonderes, weil das ist die erste Wiese, die ich bewirtschaften durfte. Die Wiese gehört meinem Kumpel. Das ist sein Land. Das ist auch mehr oder weniger der Treffpunkt im Sommer bei uns. Ganz oben, wir haben nämlich hier unsere Feuerstelle. Da hinten dran ein kleiner Bauwagen. Ja, Bier im Überfluss. Viele Sperenzlich, viel Blödsinn. Das sind immer die besten Abende, finde ich, im Sommer. Wenn wir alle so ein bisschen zusammenhocken, der ganze Alltag mal ein wenig entschleunigt. Wir da hocken mit einer Bier in der Hand und dumm babbeln, wie es eigentlich jeder andere tut. Ja, die ersten Wiesen sind hier unten. Die waren allerdings im Ort. Da wollte ich jetzt nicht unbedingt filmen, wegen Datenschutznachbarn, ihr wisst Bescheid. Jetzt sind wir so langsam aus dem Dorf raus. Ne? Und gerade bei der Wiese habe ich natürlich vergessen, die Kamera irgendwo mal aufzubauen. Aber ich bin immer wieder faszinierend. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie schön alte Technik läuft. Stinknormales Trommelmähwerk, drei Messer pro Trommel und läuft wie ein Uhrwerk. Keine Probleme, nichts. Gutes altes Fellermähwerk. Jo, bei der nächsten Wiese, da seid ihr dabei. Der einzige Nachteil an dem Mähwerk, es ist sehr hecklastig. Ihr könnt es, also auf der Kamera kommt es echt blöd rüber, aber wenn man mit fährt, dann merkt man das eigentlich schon, sobald man ein bisschen Gas gibt, wie die Vorderachse entlastet wird. Ich muss mir unbedingt ein Gewicht für die Heckhydraulik für die Fronthydraulik zusammenbauen, damit es ein bisschen schöner geht. Weil ich habe auch ein bisschen Wiese, da geht es recht steil hoch. Da merkt man es noch einmal schneller, wie vorne der Bulldog nach oben will. Jetzt aber genug gebabbelt, Vollgas zur neuen Wiese. Schon eine kleine Obstwiese, Obstbaumwiese. Und da hinten, ne? Da scheint es zu regnen. Da ist alles gut. Mal schauen, wo das Ganze hinzieht. Ich hoffe nicht zu mir. Schnell aufgeklappt. Dann gucke ich mal, wo ich euch hinstellen kann, damit ihr schöne Desaster live mitverfolgen könnt.
wie sagt man schon mal. Nicht wundern, das war die Bremse. Da unten ist die nächste. Das heißt, ich brauche gar nicht das zuklappen. Ich lasse es aufgeklappt und fahre gleich die 2 Meter da. So, kurz warten, bis das Mähwerk runtergefahren ist. Ja, holst du mal schnell mal runter. Die Wiese haben wir auch schon. So spannend war das ja jetzt nicht mit dem Mähen. Wenn ich mal, was heißt wenn? Ich mache ab Juni, 1. Juni, wenn das Wetter passt, den ersten Schnitt auf die ganzen Programmwiesen. Ich schätze mal, da werden schon 1-2 Farmflocks draußen sein. Dann könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was euch gefallen würde zu sehen. Ja, ich glaube, das war gutes Deutsch. Ne, also haut in die Kommentare raus. Ich fahre jetzt raus, mach die letzte Wiese und dann mache ich Feierabend. Ja, und wie es halt so ist, man ist gerade fertig, ich will gerade Feierabend machen, ruft ein Kumpel an und sagt, mach noch schnell die Wiese durch. Wir haben es jetzt 10:30 abends. Ich glaube, jetzt ist Feierabend. Also ich mache heute keinen Schlag mehr. Ja, ich räume das Mähwerk jetzt auf, tank einen Schlepper, weil der hat heute wohl gesoffen, der hat wohl ein Loch im Tank. So wie ich das gesehen habe. Und dann bis morgen. Nächster Tag. Es geht raus zum Heuwenden. Das Mähwerk habe ich gestern hier noch in die Halle schnell zwischengepackt. Gehört hier eigentlich nicht hin, aber es war spät und ich hatte echt keinen Bock mehr gehabt, noch durch die Weltgeschichte zu fahren. Deswegen steht es da erstmal, das räume ich dann die paar Tage mal auf, wenn Luft ist. Heute ist allerdings noch Feiertag, da möchte ich auch nicht unnötig viel mit dem Bulldog umfahren. Ist ja klar. Ja, die ersten Wiesen sind wieder die Bauplätze, wo ich mache. Da kann ich euch leider nicht mitnehmen, aber sobald es dann raus auf die Freiflächen geht, gucke ich, dass ich euch gleich irgendwo aufstelle, dass ihr da ein bisschen was mitseht.
Ja. Ich hatte so Hoffnung gehabt, dass der Scheiß vorbeizieht. Ich kann auf jeden Fall froh sein, dass ich gestern schon gemäht habe. Beziehungsweise gestern erst gemäht habe. Und nicht schon früher, weil ich wollte eigentlich, war der Plan, dass ich schon 2-3 Tage früher anfange. Dann hätte ich heute gepresst. Das wäre nichts von. Jetzt habe ich gestern gemäht. Heute, ja, regnet es mal rein. Ich habe gerade einen Wetterbericht geguckt. Es soll noch eine halbe Stunde circa regnen. Dann soll es wieder besser werden und die Sonne soll rauskommen. Hoffentlich. Dann kann das gleich schon mal ein bisschen mehr abdrücken. Ja. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ist für heute Feierabend. Ja, dadurch, dass ich gerade Zwangspause habe, habe ich mich kurzfristig dazu entschlossen, mal nach dem Wald zu fahren und dort nach den Rechten zu gucken. Gerade bei so einem Gewittersturm schaue ich gerne mal rein, um einfach zu gucken, ist irgendwie ein Baum abgebrochen oder. Ich habe auch das ganze Videomaterial mal gesichtet. Und ja, ich habe fast eine halbe Stunde zusammen, also nicht ganz, 20, 25 Minuten. Deswegen würde ich mich jetzt auch verabschieden. Danke fürs Zusehen. Schaut gerne mal bei Instagram vorbei. Lasst ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Da geht es dann auch mit dem Ladewagen los. Das, so viel kann ich schon mal sagen. Und je nachdem, vielleicht kommen wir auch nochmal in den Wald hier rein. Somit würde ich mich mit diesen wunderschönen Bildern verabschieden. Vielen Dank und ciao.